Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Es geht heute in diesem Video um Öl ziehen. Und zwar, wie ziehe ich richtig Öl? Wann mache ich es? Wie lange mache ich es? Was muss man genau dabei beachten? Ihr kriegt die Schritt-für-Schritt-Anleitung, auch welches Öl ich verwende und wieso ich gerade dieses Kokosöl verwende. Im Vorhinein solltet ihr wissen, wenn ihr Amalgamfüllungen habt, dann verzichtet bitte auf Ölziehen im Allgemeinen, weil durch das Ölziehen teilweise Schwermetalle gelöst werden können. Und das wäre gar nicht gut. Jetzt aber gleich mal Schritt 1, und zwar die Vorbereitung auf das Ölziehen. Also, wir bereiten unsere Zähne bereits am Abend vorher so vor, dass wir sie wirklich sauber putzen, ganz normal mit einer herkömmlichen Zahnbürste, und auch die Zahnzwischenräume sauber machen. Das heißt, wenn wir dann Schritt 2 am nächsten Morgen in der Früh nüchtern, ganz wichtig, Öl ziehen, dann kann das Öl auch durch die Zahnzwischenräume gleiten, weil Kokosöl schmilzt ja bei 24 Grad. So ist es ja noch relativ fest. Also man kann quasi hier das Ganze umdrehen. Aber wenn ihr das, wie gesagt, auf 24 Grad bringt, dann schmilzt es. Und dann kann es natürlich auch in die Zahnzwischenräume geleiten. Also Schritt 1, wir bereiten unsere Zähne auf das Ölziehen vor. Zahnzwischenräume säubern. Schritt 2, nach dem Aufstehen in der Früh, wenn wir nüchtern sind und noch nichts zuvor gegessen und getrunken haben, nehmen wir einen Esslöffel und unser Öl herbei und nehmen quasi einen ganzen Esslöffel hier. Ich nehme hier immer so eine Spitze. Wenn das Ganze schmilzt, ist es nämlich ein Esslöffel, und nehmen das in den Mund. Ja, ich mache es euch gleich mal vor. Schritt 3 ist, dass wir das Ganze 5 Minuten im Mund behalten. Man sagt, das ist die Faustregel, 3 bis 5 Minuten, wenn man keine Probleme hat und das Ölziehen aus dem Grund macht, dass man seine Zähne aufhellen will, oder aus dem Grund einfach, weil man Zahnfleischentzündungen vorbeugen möchte oder auch einfach nur den Zahnschmelz stärken möchte. Wenn wir aber jetzt bestehende Probleme haben, sollten wir mindestens 15 Minuten dieses Öl im Mund behalten und wie einen Schluck Wasser durch unseren Mund hin und her schieben. So, warum eigentlich Ölziehen? Wofür ist Ölziehen gut? Und zwar, es bilden sich über Nacht sogenannte Schlacken im Mund. Das heißt, es werden im Mund Bakterien gebildet, die vielleicht nicht so gut für unser Immunsystem sind, die auch unser Zahnfleisch schwächen und auch unseren pH-Wert beeinträchtigen. Zudem können sich ja zum Beispiel auch Helicobacter-Bakterien in unseren Zahnhälsen, in den Taschen von unseren Zahnhälsen befinden. Und so kann man eine gerade ausgeheilte Helicobacter-Infektion sofort wiederbekommen. Das sind jetzt nur mal einige Beispiele. Einen Punkt habe ich auch gerade schon genannt. Also es ist nicht nur gesund für den Körper und für die Zähne, sondern es hält die Zähne tatsächlich auch auf. Das müsst ihr aber regelmäßig machen. Die Faustregel ist hier ungefähr 14 Tage, bis ihr einen wirklich weißen Effekt erzielen könnt und den auch merkbar seht. Ja, jetzt möchte ich noch ganz kurz sagen, warum ich ausgerechnet Kokosöl bzw. Kokosöl mit ätherischem Zitronenöl nehme. Und zwar, dieses Kokosöl Plus ist von einer holistischen Zahnärztin entwickelt worden, und zwar von Frau Dr. Bender-Gonser. Mit dieser tollen Dame habe ich neulich erst ein Interview geführt, beziehungsweise sie hat mich auch interviewt, und wir haben ungefähr 3 Stunden geredet, weil wir uns einfach so viel zu sagen hatten. Und da ist nicht ohne Grund Zitronenöl drin. Also es hat nochmal wahnsinnig gute Effekte auf die Zahngesundheit, dieses ätherische Bio-Zitronenöl natürlich, gerade mit dem kaltgepressten Kokosöl in Kombination. Und schaut am besten auf ihrem Kanal auch mal vorbei, da findet ihr noch mehr über dieses Kokosöl. Das ist wirklich ein sehr, sehr besonderes Kokosöl. Und ja, es sind 250 Milliliter eben von biologisch hergestelltem Öl. So, jetzt habt ihr erfahren, wie lange ihr das Öl im Mund behalten sollt, wofür ihr das Ganze macht und auch wann ihr das Ganze macht. Eine letzte Sache solltet ihr aber auch noch wissen, und zwar, ich habe ja am Anfang erwähnt, dass dieses Kokosöl wieder fest wird bzw. flüssig wird über 24 Grad oder 25 Grad, und unter diesen bestimmten Temperaturen wird es wieder fest. Das heißt, wenn wir das Ganze in den Abfluss spucken, ja, ihr habt richtig gehört, wir schlucken das natürlich auf gar keinen Fall, dieses Öl, sondern wir spucken es aus, aber nicht in das Waschbecken, weil da wird es ja dann wieder fest, sondern tatsächlich in den Mülleimer. So, schlussendlich spucken wir das Öl, wie gesagt, aus dem Grund, dass sich ja
die ganzen Bakterien und Schlacken dann in diesem Öl befinden. Und wir wollen das Ganze ja nicht runterschlucken, weil sonst vergiften wir uns ja quasi. Wir wollen die Gifte ja loswerden. So wird auch übrigens der Mundgeruch besser, wer da betroffen werden sollte, und allgemein die komplette Mundhygiene. In der Vorbereitung auf das Ölziehen könntet ihr euch am Abend davor auch noch die Zunge reinigen, mit einem Zungenschaber beispielsweise. Jetzt mache ich euch das ganz geschwind vor. Am Anfang ist es wie gesagt fest, es dauert ungefähr so 15 Sekunden, bis es wirklich flüssig wird im Mund, und dann gebt ihr das einfach so hin und her. Fertig. Wichtig ist danach auch wirklich nachspülen. Ihr könnt danach auch Zähne putzen. Nicht davor ist ganz wichtig, sondern direkt unmittelbar nach dem Aufstehen, wie gesagt. Und jetzt kommt noch der ultimative Expertentipp. Ihr könntet euch rein theoretisch, wenn ihr das wollt, in dieses Kokosöl mit dem ätherischen Zitronenöl noch ein bisschen Teebaumöl hinzugeben. Teebaumöl ist ja auch wahnsinnig antibakteriell und auch entzündungshemmend, gerade bei Aften im Mund, bei entzündetem Zahnfleisch. Also das hilft wirklich super, super gut. Und noch was, es ist am Anfang so ein bisschen komisch, Öl im Mund zu haben. Wer sich davor ekelt, der kann einfach von Anfang an auf dieses ätherische Zitronenkokosöl, möchte ich es jetzt mal nennen, zurückgreifen, weil dann fühlt es sich nicht ganz so komisch an, weil es doch einfach leicht nach Zitrone schmeckt und wir diesen Geschmack auch schon kennen. Das wär's zum Thema Ölziehen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die einfach in die Infobox und ich versuche sie dann zu beantworten, oder kommt einfach auf meinen Instagram-Kanal rüber. Da werden sich auch ganz oft Fragen gegenseitig beantwortet unter den Fotos, die ich poste, unter den Grafiken. Ja, bleibt gesund, vielen Dank fürs Anschauen und bis bald. Zieht fleißig Öl!